Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie, Platz zu nehmen. Guten Morgen. Ich eröffne die 82. Plenarsitzung und fange an mit dem bedeutsamsten Fußballspiel des gestrigen Abends. Am gestrigen Abend kam es in Neu-Isenburg zu einer weiteren freundschaftlichen Begegnung zwischen der Landtagself und der Fraport AG. Bei schwülwarmen Temperaturen hatte das Team von Coach Decker den besseren Start, und Otto traf bereits mit dem ersten Angriff zur 1:0-Führung. Es war ein ausgeglichenes Spiel mit Vorteilen für das Wiesbadener Team, denn die Abwehrkette stand gut, und aus dem Mittelfeld wurde ordentlich nach vorne gespielt. Bocklet konnte nach 15 Minuten zum 2:0-Halbzeitstand erhöhen. Bei diesem Spielstand gab es in der Halbzeitansprache nichts zu bemängeln, sondern nur das Motto auszugeben, konsequent so weiterzuspielen. Beide Teams schenkten sich nichts, und Nachlässigkeit führte zum Treffer der Fraport AG zum 2:1. Bocklet konnte im Gegenzug die Führung erneut auf 2 Tore zum 3:1 ausbauen. Mehrere vergebene Chancen im Angriff verhinderten einen größeren Abstand zum Gegner, und kurz vor Spielende öffnete sich die Abwehrkette und ermöglichte der Fraport AG die beiden Anschlusstreffer zum gerechten und freundschaftlichen 3:3 Endergebnis. Kolleginnen und Kollegen, der eigentliche Gewinner der Partie war jedoch die Speisekammer der katholischen Kirche St. Josef aus Neu-Isenburg, die sowohl den Scheck des Landtagspräsidenten als auch der Fraport AG in Empfang nehmen konnte. Soweit zum gestrigen Spielverlauf. Über die anderen Spiele, die ausgefallenen und sonstigen abgehaltenen, will ich hier kein Wort verlieren. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen zur Tagesordnung. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 4, 5 und 42. Noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP betreffend Kurzarbeit beenden, Unterstützung der Beschäftigten von K&S, Drucksache 3778 aus 19. Wird hier die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch. Dann wird dieser Dringliche Antrag Tagesordnungspunkt 43 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 24 zu diesem Thema aufgerufen werden. Außerdem eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Zukunft der Kaliproduktion in Hessen sichern, Drucksache 3779 aus 19. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Antrag der Tagesordnungspunkt 44 und kann zusammen mit Top 24 zum Thema ebenfalls aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Bundesfernstraßen in Hessen engagiert weiterentwickeln, Drucksache 3782 aus 19. Auch dieser Antrag ist dringlich. Dann wird er Tagesordnungspunkt 45 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 16 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist der Fall. Dann ist noch eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Freihandelsabkommen CETA sorgsam prüfen und bewerten, Drucksache 3783 auch 19. Aus hier wird die Dringlichkeit bejaht, und dieser Dringliche Entschließungsantrag wird Tagesordnungspunkt 46 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 26 zu diesem Thema aufgerufen werden. Zum Ablauf der Sitzung. Wir tagen heute vereinbarungsgemäß bis 18 Uhr ohne Mittagspause und beginnen mit Tagesordnungspunkt 28. Dann folgt Tagesordnungspunkt 24. Hiermit werden die Tagesordnungspunkte 43 und 44 aufgerufen.
Danach wird Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Haushaltsgesetzes, zusammen mit Tagesordnungspunkt 40 aufgerufen. Entschuldigt fehlen heute Herr Staatsminister Axel Wintermeyer bis 10 Uhr und Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ab 11.45 Uhr. Dann noch ein Hinweis. An Ihren Plätzen wurde der Taschenkalender für 2017 ausgelegt. Und dann darf sich heute Abend noch nach Anschluss der Plenarsitzung der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss in Sitzungsraum 204 M treffen.